9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier ist wieder der Testmischel von YouTube und wie ihr eben gesehen habt, geht es heute um eine Wasserrakete. Die gibt es für schlanke 13,99 € versandkostenfrei bei Amazon zu bestellen. Und wer Interesse daran hat, der Link steht wieder im Text und unter dem Video. Einfach draufklicken, kommt ihr direkt hin. Und jetzt stelle ich euch die Rakete mal vor. Und hier haben wir jetzt die Wasserrakete. So schaut die Verpackung aus. Den Inhalt packen wir jetzt mal aus. Ja, was war alles drin gewesen? Einmal diese Flasche hier. Die war bei mir hier schon so ein bisschen eingedrückt gewesen. Da bin ich mal kurz mit dem langen Finger reingegangen und habe da so ein bisschen rausgedrückt. Aber ganz so dran gekommen bin ich doch nicht. Ah, mein Finger. So. Und dann haben wir hier einen Schlauch. Ein bisschen was zum Anbauen und ja, ein bisschen Bedienungsanleitung. Und zwar, die ist sogar noch bebildert, aber dann auf Englisch. Und hier gibt es noch ein bisschen Plapla in Deutsch dann halt. Der Zusammenbau ist recht einfach. Ihr nehmt einfach dieses Teil hier. Dann gibt es ja 4 Plastikbeinchen. Eins ist für einen Ersatz und die werden dann einfach hier so drauf geschoben. So. Hier haben wir die Flasche. Das wird jetzt hier so drauf gedreht. Na. So, jetzt könnt ihr das quasi schon so hinstellen. Jetzt nimmt er das schwarze Teil hier und diesen Pinippel. Der kommt jetzt einfach, hier ist ein Loch, hier so rein. Und dann müsst ihr den gleich, wo ist mein Schraubendreher, nehmt einen Bleistift oder sonstigen Gegenstand, hier durchschieben. Mal gucken, ob ich das so hinbekomme. Ja, zack. Jetzt habt ihr den hier drin. Jetzt nimmt ihr ein Ende von dem Schlauch und das kommt jetzt hier so drauf. Könnt ihr so ein bisschen drehen. Ihr könnt aber auch hier so ein bisschen Gegenstand dagegen machen. Jo, jetzt haben wir den hier drauf. Perfekt, jetzt nimmt er das andere Ende und da kommt jetzt das andere Pinippelchen hier drauf und zwar das mit dem Gewinde, das kommt nämlich nachher in die Luftpumpe rein und hier macht er genau dasselbe, einfach wieder hier so drauf machen und das war's schon gewesen und jetzt muss nur noch Wasser rein und wenn Wasser drin ist, kommt dann der Stopfen nachher hier so drauf. Und das andere Ende hier wird mit der Luftpumpe verbunden. Ja, die Rakete muss bis zur zweiten Wasseranstandszeige gefüllt werden. Das wäre dann, also wenn das hier die Rakete ist, das ist die erste und hier ist die zweite. Und bis dahin müsst ihr dann jetzt hier Wasser reinmachen. So, das geht so ein bisschen so. Ja, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Erste Anzeige und hier haben wir die zweite. Habt ihr das gemacht? Nehmt ihr den Stöpsel und den müsst ihr dann hier so richtig feste reindrücken. Könnt ihr ein bisschen euer Gewicht verlagern da so drauf, bis der halt fest sitzt. Je nachdem wie fest er sitzt, entscheidet sich dann nachher, ja, wie schnell die Rakete abhebt. Ja, hier haben wir jetzt die Luftpumpe, eine coole Joe Blow, habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. hier habe ich jetzt einfach mal verbunden, der Schlauch, da kommt gleich die Luft rein und die geht dann in die Rakete. Ja, und hier ist das andere Endstück von der Pumpe und da werde ich jetzt mal pumpen. Dann wollen wir mal. Bleib ganz, bitte bleib ganz. Da kommt sie, da kommt sie. Bleib ganz. So, jetzt schießen wir nochmal hoch, weil die halt so schnell ist. Ist sie halt schwer drauf zu bekommen. Zack. Da kommt sie irgendwo jetzt runter. Ich glaube da. Bomb.
Wir machen jetzt noch einen Versuch. Das war ja eben die Flasche, die wir hochgeschossen haben. Die hat ja ein ganz übliches Schraubgewinde hier. Und das ist eine 1,5 Liter PET-Flasche. Und da habe ich jetzt einfach mal die Startrampe hier draufgeschraubt, habe genau dieselbe Wassermenge eingefüllt wie eben bei der Flasche. Und die werden wir jetzt einfach mal versuchen, ob die auch so cool gen Himmel schießt wie die gekaufte Flasche. Jo, probieren wir mal. Pumpe. Jo, funktioniert. Cool. Jetzt probieren wir noch was aus. Und zwar, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Wasser reingefüllt, als man soll. Ungefähr diese Höhe. Und jetzt gucken wir mal, ob die noch höher fliegt dadurch. Jo, kannst pumpen. Boah, die geht ganz gut jetzt. Jo. Und noch ein Versuch mit der normalen PET-Flasche. Auch randvoll gefüllt mit Wasser. Jetzt gucken wir mal, wie hoch die danach fliegt. So, kannst pumpen. Oh. Jupp, da fliegt sie jetzt irgendwo. Pupp. Ja, jetzt habe ich euch die Wasserrakete mal vorgestellt. Ich finde, das ein ziemlich cooles Produkt. Die schießt enorm weit nach oben und wenn sie runterfällt, bleibt sie auch ganz. Also so war es auf jeden Fall bei mir gewesen. Okay, das ist jetzt kein Beton hier, das ist so ein Sportplatz. Des Weiteren, wenn die mal kaputt sein sollte, die Flasche, könnt ihr eine ganz normale PET-Flasche nehmen, weil die alle halt dasselbe Gewinde haben. Wer Spaß daran hat, den Link dazu im Textfeld unter dem Video. Einfach draufklicken, kommt direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Ihr könnt mich gerne abonnieren, verpasst da kein weiteres Video. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.